Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video direkt aus dem Lager aus Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchtes Lego. Und schaut mal, was ich euch heute mitgebracht habe. Unser neuestes Konvolut habe ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Der Preis war ein Schnapper, sagen wir es mal ganz ehrlich. 4 Hidden Side Sets. Und da das mal eine neuere Serie ist, dachte ich mir, das zeigen wir euch doch mal. Das Tolle an diesem Konvolut war, muss fürchterlich laut sein, es tut mir leid, die sind noch original verschlossen. Das hier ist die 30464, eine Stuntkanone. Eine Kanone, aus der ein Skelett abgefeuert wird, hat insgesamt 39 Teile, eine Minifigur, letztes Jahr erschienen, 2020. Polybags. Ehrlich gesagt nicht so ganz mein Ding. Ist mir wirklich zu wenig drin für das, was man hinterher bekommt. Aber dazu später. Nächstes Set. Ein Drag Car. 40, 40, 8, 126 Teile, 2 Minifiguren, 2020 erschienen. Das dritte Set, was es in diesem wundervollen Haufen gab. 70, 41, 8 JB's Geisterlabor. Ein Geisterlabor. Jetzt fragt man sich, untersucht man dort Geister, züchtet man Geister, was genau macht man da eigentlich? Und die 70, 41, 9 Das Fischerboot. 294 Teile, 4 Minifiguren, 2019 bereits erschienen. Und das war schon auf. Deshalb habe ich mir gedacht, wenn wir uns schon Hidden Side angucken, dann bauen wir doch mal eins zusammen auf, oder? Genau. Da das hier schon auf ist, haben wir es vorher mal gezählt, durchgecheckt, ob alle Teile da sind. Sind sie. Und dann bauen wir das Ganze mal zusammen auf. Aber erstmal gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Stellen wir es noch mit dazu. Wenn man in seinem Leben nichts kann, also wirklich gar nichts, dann wird man Designer bei Lego. Und zwar für die Verpackungen. Was erkennt man denn bitte auf diesen Verpackungen? Im Wesentlichen eins, dass das irgendwie zweigeteilt ist. Ich hoffe, das spiegelt nicht so. Ich probiere es mal ein bisschen so zu halten. Und ein Handy. Überhaupt. Zählen wir mal die Anzahl der Handys auf dieser Verpackung. 1, 2, 3. Wenn wir die mitzählen, die die Figuren hier hinten auch noch in der Hand haben, sind wir bei 4, 5. Sechs. Sieben. 8, 9, da legt doch die Verpackung schon nahe, dass es hierbei nicht um das geht, was hier drin ist, sondern um eure wundervollen mobilen Endgeräte. Ich habe mir das mal angetan und habe gestern die Hidden Side App runtergeladen. Es ist ja so, man soll diese Sets aufbauen, dann soll man die einscannen und dann kann man damit spielen. Probieren wir nachher auch mal aus. Waren 850 Megabyte, also fast ein Gigabyte Datenkapazität, die das Ganze braucht. Ihr solltet auf jeden Fall im WLAN sein. Der Held der Steine hat erzählt, dass er relativ viele Updates runterladen musste, bis das funktioniert hat. Das war bei mir nicht so. Also tatsächlich ging das sehr schwungvoll und dann konnte ich das Ganze starten. Das lief dann auch einwandfrei. Aber dazu später mehr. Wir probieren das mal zusammen aus, wie wir das hier aufgebaut haben. Und die hier packen wir mal an der Seite. Die packe ich euch in den Shop. Wie gesagt, hier ist ein kleines Fahrzeug drin. 2 Minifiguren. Jack und ein Geist. Dwayne. Ich weiß auch nicht, warum die alle einzelnen Namen haben müssen. Jack ist in verschiedenen Klamotten, aber immer mit Kapuze und Baseballcap auch in jedem Set drin. Außer in dem kleinen Polybag. Da ist er nicht drin. Da ist ja nur ein Skelett drin.
Und im Labor sind außerdem noch JB und Mr. Elton drin und außerdem ein kleiner Geisterhund. Den gucken wir uns auch gleich nochmal an. Die packen wir uns aber an diese Seite. Wie gesagt, stehen an einem Job-Shop, könnt ihr bei uns erwerben. Link steht immer unten in den Kommentaren drin. Ich habe jedes Set wie immer nur einmal. Ihr wisst, ein Gebrauchtwarenhändler. Ich nehme das, was ich kriege an der Stelle, stelle es euch zur Verfügung, überprüfe die Vollständigkeit. Sollten etwaige Macken oder ähnliches dabei sein, dann schreibe ich euch das immer mit dazu. Ihr könnt mir natürlich auch immer eine Mail schreiben, dann schaue ich nochmal drüber oder schicke euch auch noch Fotos von den Sets, je nachdem, was ihr gerne hättet. So, jetzt kippen wir das Ganze mal aus. Aber das kannst du natürlich schon ein bisschen vorbereitet haben. Sind das hier nicht mehr die Original-Lego-Beutel? Anleitung und 4 von unseren Beuteln. Werfen wir mal als erstes einen Blick in die Anleitung. Da ist sie. Ordentlich gedruckt. Relativ dick für lausige 300 Teile, sind wir mal ehrlich. Aber wir kennen ja das neuere Konzept von Lego. Da passiert auch nicht wahnsinnig viel. Auf dieser Seite werden eine Handvoll Teile verbaut, mehr nicht. Ja, könnt ihr das sehen? Spiegelt so ein bisschen. Ich muss mal gucken, dass ich das hier sehe. So ganz genau kann ich es nicht erkennen. Nächste Anschaffung ist definitiv ein größerer Monitor für die Kamera. Oh ja, auf jeden Fall. So. Dann schnappen wir uns das Ganze mal. An der Stelle kippe ich einmal alles aus. Sorry. Das ist ein bisschen lauter. Jetzt schon direkt was runtergeworfen. Kann ich. Haben wir hier einen ganzen Haufen liegen und wir fangen mal an. Als erstes sollen wir die Tiere zusammenbauen und die Minifiguren. Ich habe das Tierchen mal zusammengelassen, denn den wollte ich euch zeigen, den finde ich toll. Ein Alligator in Tan. Das finde ich ziemlich gut. Vor allen Dingen hat er Augen, die sind rot. Ich weiß nicht genau, warum rot, wahrscheinlich damit es zum gruseligen Optik passt. Aber ich finde, es ist eine interessante Farbe für einen Alligator, was mich stört. Warum hat der einen blauen Pin im Hintern? Es gibt 10 Pins. Muss man nicht verstehen. Aber der ist cool. Stellen wir hier hin. Dann haben wir hier den guten Jack. Ha. Mit, ja, mit einer Teil, auf der ein Smartphone gedruckt ist. Oh ja. Der gute Jack trägt eine Kapuze, darunter ist eine Baseballcap. Das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Konzept. Auch, dass unter manchen Mützen jetzt heute Haare vorgucken und man nicht einfach nur eine Cappy aufhat und der Hinterkopf ist komplett nackt. Finde ich persönlich ziemlich cool. Die Figur ist anständig, die Hosen sind bedruckt. Ah, ich hoffe, er kommt in den Fokus. Und auch das Oberteil ist anständig bedruckt. Das ist gut. Gut, bei den meisten Minifiguren bei Lego kann man eigentlich auch wirklich nicht irgendwie großartig da was bemängeln. Minifiguren können sie. Muss man einfach ehrlich sagen. So, bleibt man da stehen, Junge. Handy zu schwer, hä? So. Machen wir gleich mal weiter mit den Figuren. Die habe ich nämlich liegen lassen. Dann gibt es sie hier noch dazu. Wie heißt sie? Parker. Die hat natürlich auch ein Handy dabei. Und weil sie ein Mädchen ist, muss es natürlich pink sein. Mein Handy ist ja auch pink. Mädchen haben immer pinke Handys. Egal. Auch diese Figur ist anständig. Ich finde es cool, dass die lila Haare hat. Das mag ich.
Ich mag es generell, wenn einfach mal andere Haarfarben und andere Typen vorkommen. Auch die ist vorne und hinten bedruckt. Ist eine feine Sache. Absolut anständige Figur. Kommen wir zum nächsten. Der ist mein persönliches Highlight. Ich gebe es ehrlich zu. Dem fehlt was, sehe ich gerade. Der soll noch was. Laut Packung soll der noch was dabei haben. Und zwar... Tentakeln. Ich find's mega witzig. Also jetzt ganz ehrlich, das ist einfach an einem Bracket hinten dran gestellt, setzt so um den Hals. Hast einen Fischer. Das Nette an der Figur ist auch, außer dass sie bedruckt ist, dass du sowohl Tentakeln als auch den Trans-Kopf abnehmen kannst und dann einen ganz normalen Kopf draufsetzen kannst. Und dann hat man eigentlich einen ziemlich coolen Fischer, der auch problemlos in der Fischerhütte stehen könnte oder an irgendeinem Hafengebiet. Also das ist auch eine Figur, mit der man was machen kann. Nicht nur in dieser etwas seltsamen Hidden-Side-Welt. Vor der Rückseite bedruckt, Hose hier ist nicht bedruckt. Der Hut ist auch echt toll. Also den finde ich richtig gut. Nimmt man ihm ab, dass er ein Fischer ist. Wie heißt er? Captain Jonas. Und dann gibt es hier noch Jonas Junior, der noch nicht so richtig gelernt hat, wie man Latzhosen richtig schließt. Auch wieder Oberteil vorne, hinten bedruckt, Hose. Ist am Bund so ein bisschen bedruckt, ist aber ein bisschen dünne für den Druck. Er hat noch hier unten zwar an den Beinen zwei kleine weiße Streifen, aber ansonsten war es das. Er hat leider keinen Wendekopf, weshalb er immer nur diese... Wendekopf wäre jetzt nett gewesen, dann hätte er auch nochmal anständig gucken können. Aber auch... Er hier lässt sich super in einem Hafenszenario in eurer Stadt mit einbauen. Überhaupt gar kein Problem. Und ehrlich, diese Handy-Generation hier. Jede moderne Stadt braucht Smombies, die am Bürgersteig fast überfahren werden, weil sie es nicht mehr mitbekommen. Aber gut, gucken wir mal weiter. Gelbes Bötchen, super. Wir haben Häfen, wir haben Wasser. Lässt sich kombinieren. 1A. Fliese drauf, Paddel dran, nichts Wildes. Und damit sind wir schon durch die ersten Seiten. Bauen wir mal weiter. Wo ist er? Da ist er. Plate. Ich neige ja dazu, mittlerweile immer gleich etliche Bilder weiterzuspringen. Und am Ende der Seite erst mit dem Bild weiterzumachen. Ich gebe es ja ehrlich zu. Das ist nicht immer klug, weil manchmal machen sie ja dann so einen Clou, dass sie doch irgendwie mal ein paar mehr Teile zwischendrin verbauen. Und dann denke ich mir zwischendrin immer wieder, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Ja. Und dabei lästere ich immer so wahnsinnig gerne, dass die Anleitungen so wahnsinnig watschen einfach wären. Watschen einfach, jetzt sage ich das auch schon. Danke, Hild. Meine Güte. So, jetzt brauche ich hier einen schwarzen Brick. So ein. Dass die Farben manchmal etwas schwer zu unterscheiden sind, insbesondere Dark Bluish Gray und Black, ist ja jetzt auch nicht wirklich was Neues in der Lego-Welt. Hierbei finde ich, geht es ganz gut. In der Anleitung, das sieht anständig aus. Und da kann man mit arbeiten. Deshalb kann ich jetzt auch hier ganz gut erkennen, dass das hier Dark Bluish Gray und Black sein soll. Da sollen jetzt mal ein paar Pins rein. Pins. Wir alle lieben Pins. Bracket oben drauf. Jetzt wird's kriminell. Ich glaube, das ist Dark Tan und oben drauf. Ja, Dark Tan. Was sonst? So wahnsinnig viele 1x1-Plates liegen hier jetzt nicht. Da. Und jetzt kommt hier Dark Brown obendrauf. Das ist bitter. Also das ist ja noch beim Bauen echt gut zu unterscheiden. Aber in der Anleitung sieht Dark Brown einfach immer aus wie schwarz.
Und bei Schwarz, warum auch immer, heben sie die Noppen mit einer weißen Kante hervor. Da. Aber hier drüben bei Dark Brown machen sie das nicht. Vielleicht wollen sie damit die Farben nochmal genauer unterscheiden. Keine Ahnung, aber ich finde, dadurch wird es echt schwer zu erkennen. Ist das jetzt eine 1x4 Plate oder nicht? Klar, es steht oben drüber, aber wer guckt denn jedes Mal oben drüber? Also ich jedenfalls nicht. So rum war es. So. Das ist ein interessantes Teil hier. Das ist echt winzig. Habe ich auch noch nicht so wahnsinnig oft gesehen. Das ist ein 1er Bracket. Finde ich ganz praktisch. Kann man bestimmt schöne Sachen mitmachen. Uah. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. Meinen riesigen Finger. Das ist jetzt nicht so unbedingt dafür geeignet, so kleine Teile zu zeigen. Aber das ist jetzt schon mal ein bisschen ungewöhnlichere Teile. Zähne in Bright Light Green ist ja relativ typisch für Hindsight, mit dieser Farbe zu arbeiten. Finde ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Also ich mag die Farben. Ich mag die Farben echt. Ich frage mich zwar, was jetzt hier der eine rosane Stein um Himmels Willen dazwischen soll. Aber im Prinzip stört mich das nicht. Hab ich jetzt irgendwas vergessen? Das ist, wenn man quatscht. Ne? Wenn man baut und quatscht, dann vergisst man lauter Sachen. Und dann wundert man sich, dass das Ganze nicht so gut funktioniert. Also merke, Aufbauvideos, das muss man noch ein bisschen üben. Damit wir einfach bauen und quatschen gleichzeitig können. Aber das kriegen wir hin. Wo ist der andere Zahn? Da. Das zweite Bracket. Da. So, da soll jetzt eine Plate rum. Nein, halt, erst sollen nochmal braune drauf. Und Slope. Dieses hier. Dann sieht das Ganze so aus. Nach Bauschritt 16. Jetzt bauen wir eine Plate. Slope. Noch eine Slope. Wo ist sie? Da ist sie. Noch ein Slope. Hier ist eine Light Bluish Gray Egg Slope, wenn ich es jetzt mal verbaut. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Die lassen sich nämlich sehr, sehr gut in verschiedensten Dachkonstruktionen verwenden. Und das finde ich persönlich echt praktisch. Deshalb schön, dass die hier drin ist. Freut mich. Das soll jetzt da hinten drauf gebatscht werden. Okay. Vorne geht's weiter mit den Zähnen. Da ist der andere Zahn. Noch mehr Zähne. Da. Jetzt kommen Augen. Okay, die Augen sind ein Print. Finde ich sogar ganz cool. Also je nachdem, was man damit macht, ich zeige es euch gleich nochmal, finde ich die tatsächlich gut. Also die Augen. Ich hoffe wieder, dass ihr das erkennt und dass das nicht so doll in meinen Lampen hier spiegelt. Die finde ich eigentlich echt cool. Bright Light Orange mit so ein bisschen Leim drauf, dunkel umrandet. Sieht ganz gut aus. Den könnte man jetzt auch ein bisschen niedlicher gucken lassen, indem man die Augen halt einfach anders dreht. Ah, ihr soll ja grimmig gucken, es ist ein Geisterset. Es ist ein Geisterset, Gottverdammt! Wir wollen Geisterjäger sein! Ne? Wissen wir doch Bescheid. Und jetzt soll das Ganze da drauf. Okay. Da ist es drauf. So. Weiter geht's. Noch ein Slope auf die Seite.
Und noch, na, wo bist du denn? Da. Meine Güte. So. Das ist das gute Stück. Das haben wir jetzt bis Bauschritt 23 gebaut. Das kann sich hier auch bewegen. Dann ist es ein unscheinbarer Stein. Vermute ich. Stein. Jetzt haben wir in dem Set Olive-Platten. Zwei Stück. Vielleicht ganz interessant für all euch kleinen Panzerbauer da draußen. Da kommt wieder eine Plate drauf in Dark Brown. Finde ich eigentlich ganz schön. Dark Brown ist auch eine herrlich unterschätzte Farbe. Da kann man so schöne Sachen mitmachen. Die ist viel zu selten mit irgendwo drin. Deshalb finde ich das schön, dass hier einfach auch ein paar anständige Farben drin sind. Wie gesagt, das ist der einzige Stein, der mich hier drin stört. Diese rosane 2x4 Brick. Warum? Abgesehen von dem Pin unterm Po vom Alligator, aber... Ich weiß nicht, ob man sich über Pins wirklich so viel aufregen muss. Jetzt wird es aber kriminell hier. Jetzt haben wir hier Red Orange und da soll jetzt Dark Orange drauf und das soll man noch in der Anleitung erkennen. Na gut. Dann kommt jetzt eine Plate. Dann, ah, nee, vorher kommt da... Mein Gott. Noch eine drauf? Ja. Da. Noch eine Plate. Viele 1x2 Plates in Dark Brown. Finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Wo ist denn die Achse, die ich jetzt brauche? Achse? Da. Brick. Brick Pin. Und das soll jetzt... Da. Okay. Es kann ein bisschen hin und her wackeln. Ich weiß noch nicht, was es werden soll. Mehr kann ich. Das mag ich auch an diesen Hidden Side Sets. Einmal olivgrüne Pflanze und dunkelgrüne Pflanze. Mag ich sehr, denn ich finde, dadurch, dass die hier ein größeres Farbspektrum mittlerweile haben, lässt sich mit denen einfach mehr gestalten. Wenn ihr schöne Platten habt, auf denen ihr viel Flora-Fauna darstellen würdet, es gibt ja mittlerweile auch Marienkäfer und Schmetterlinge, alles Mögliche, was ihr an Stats draufsetzen könnt. Wundervolle Sache, deshalb, das ist eine tolle Entwicklung. Hat viel zu lange gedauert. Wenn ich dran denke, als ich noch Teenager war und mit meinem Bogen gespielt habe, ich fand das immer doof, dass alle Pflanzen irgendwie gleich aussehen und dass man dann die drei ein und dieselben Blümchen immer und immer und immer wieder hat. Ich habe mich da schon so ein bisschen gefragt, warum. Es gibt doch noch so viel mehr. So, jetzt sollen wir das zusammensetzen mit dem komischen Gesicht von eben. Ja. Und jetzt soll da noch eine Slope drauf. So. Und jetzt sollen da ein paar Dark Green Slopes drauf. Oh, ich mag sie. Dark Green. Dark Green und Dark Blue. Immer noch meine Lieblingsfarben. Wundervoll. Einfach wundervoll. Sollte es viel mehr von geben. Wir sind auch schon bei Bauschritt 38 und bei 38 sieht es so aus. Wir sind noch nicht beim Kuder. Ne? Oh, jetzt sollen wir das nach unten klappen. Alles klar, klappen wir es nach unten. Und jetzt soll da das nächste dran. Dark Brown. Reddish Brown. Und noch eine Slope. Wo ist sie? Da.
Und noch eine wunderschöne Dark Green Slope. Großartig. Also von den Teilen her gefällt mir das Set bis jetzt eigentlich ganz gut. So. So. Bauschritt 43, so sieht's aus. Ganz aufklappen. Oh, ich glaube, ich halte es viel zu hoch. Mein Gott. Und hier wackelt irgendwas hin und her. Gut. So viel bis jetzt. So, machen wir mal weiter. Eine Plate suche ich. Eine reddish brown Plate. 2x2, da. Manchmal sieht man ja auch die Kuh vor lauter Bäumen nicht, oder wie man sagt man so schön. Nein, den Wald vor lauter Bäumen. Da. Und eine schwarze Viererachse und vorher eine Teile drauf. Okay. Ich bin übrigens echt begeistert davon. Die Steine hier, die sind absolut in Ordnung. Das Set ist vielleicht einmal aufgebaut worden, wenn überhaupt. So, das soll jetzt damit drauf. Jetzt kann ein Krankenwagen vorbeigefahren. Ich befürchte, ihr hört das hinterher auf der Aufnahme. Ich wohne nämlich sehr nah an der Rettungswache dran und dadurch, dass es Hauptstraße ist, müssen die immer die Sirenen einschalten. Da kommen wir leider nicht drum herum und deshalb werdet ihr das noch ein paar Mal hören. Tut mir leid, ist aber so. Jetzt haben wir kleine Elefantenrüssel an die Pflanze dran gesteckt und stecken das Ganze dann hier an die Mauer oder so ähnlich dran. Elefantenrüssel an Mauer. Der zweite. Da sind sie wieder. Spaß neben der Rettungswache. Aber es ist gut, dass es die Jungs und Mädels gibt. Ich bin denen persönlich auch einfach sehr, sehr dankbar. Wir sind auf Seite 45, sollten jetzt eigentlich Tütchen 2 auswickeln. Und Lego nutzt die Gelegenheit, um doch schon nochmal auf die App hinzuweisen. Geht weiter. Wir sollen Minifiguren zusammenbauen. Meine Güte, heute ist da draußen aber einiges los. Und es wird nochmal auf die App hingewiesen. Und dass man damit Geister jagen kann. Also Lego könnte der Umwelt ja auch echt einen Gefallen tun, indem sie weniger Papier vergeigeln. Für so unglaublich viel Blödsinn. Aber naja. Soll das jetzt Light Bluish Gray oder Dark Bluish Gray sein? Ich glaube Light. Wenn mir hinterher einer fehlt, dann wisst ihr, ich habe ihn auf Seite 49 verloren. So, und jetzt kommt... Jetzt kommt der Punkt, wo sie es für mich in dem Set ein bisschen vergeigt haben. Bis jetzt haben wir mit Prints gearbeitet und die waren echt toll. Und auf diesem Teil, es ist ein Gebrauchtset, deshalb ganz typisch, die Aufkleber kleben drauf, sind die Aufkleber angebracht. Da steht jetzt Maria drauf, weil das Bötchen wohl so heißt. Und da kommt jetzt, Gottes Erbarmen, dieser pinke Stein rein. Und von unten sieht man den. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt, aber der scheint da durch.
Und das Set war bisher von den Farben ganz okay. Warum? Naja, egal. Wir haben jetzt drei Teile verbaut, auf dieser ganzen Seite zwei Aufkleber aufgeklebt. Das war jetzt hier drei Teile, zwei Aufkleber. Reicht für eine Doppelseite. Naja. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Dark Brown Inverted Slopes, die wir dran machen sollen, damit das Ganze hier langsam aber sicher die Form eines Bootes bekommt. Das finde ich gut. Kommen wir wieder zu dem Teil, den man echt nicht gut erkennen kann. Mehr Boot. Ja, oh, das macht auch einen schönen Übergang hier. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe es doch. Ich drehe das immer mal so ein bisschen hin und her, weil ich hoffe, dass ihr dann in irgendeinem Winkel das Ganze erkennen könnt. Diese Kante hier, von dieser Inverted Slope zu dem Bootsteil, die finde ich echt schön. Das gefällt mir. Ist nichts Neues, weiß ich. Ist trotzdem schön. Plate oben drauf. Immerhin sieht man jetzt den rosanen Stein von oben nicht mehr. Boatstuds unten runter, damit man sich beim Spielen den Tisch nicht verkratzt. Dabei haben wir doch schnell herausgefunden, dass Leo möchte, dass ihr hinterher mit dem Handy spielt und nicht mit dem Set. Aber naja, alte Gewohnheiten und so. So. Wo ist der Stein? Wo ist der Stein? Wo ist er denn? Hat er sich versteckelt? Da ist er doch. Hat sich andersrum hingelegt. Diese gemeine Wutz. Wenn die andersrum liegen, sehen die fast aus wie eine Plate. So. Kommen wir mittlerweile zu Bauschritt 14 des Bootes. Mehr Oliv. Das finde ich schön. Mehr Dark Brown Plates in 1x2. Das finde ich auch schön. Noch mehr Oliv. Gar nicht Oliv, das ist Sandgrün. Was rieche ich denn da? Das ist Sandgrün. Der Aufbau vom Boot. Sandgrün, nicht Oliv. Mein Gott, farbenblind ist er auch. Meine Güte. So, die nächsten Aufkleber. Schade, das hier wären eigentlich tolle Teile für einen Print. Das sind Slopes. 4x1 Curved. Ich weiß nicht, ob ihr den Aufkleber erkennen könnt. Da sind jetzt auf dem Aufkleber, der transparent ist, damit man die Farbe unten drunter erkennt. Ich glaube, zumindest ist der transparent. Nee, doch nicht. Der ist nicht transparent. Da ist ein Holz gedruckt mit Nägeln und so ein Stück Metall, was einer drüber genagelt hat. Ich glaube, dass das eigentlich ein toller Print wäre. Denn ähnliche Szenarien hat man ja immer mal an Booten. Dass man da mal schnell was reparieren muss. Aus dem Nichts.
gerade an so kleinen Fischerbooten. Bei Fischerhütten. Ne? Ah, ne. Brauchen den. Jetzt brauchen wir mal drei Brick. Ein Lenkrad. Oh, oh. Jetzt sollen wir mal richtig viele Teile machen. Das sind 8, 16, 16 Teile auf einer Seite. Ich bin begeistert. Machen wir das mal. Das sind die Anbauten von dem Boot. Und zwar Ringe und kleine Pöbbels. Bekannter von mir hat neulich einen Bootsführerschein gemacht. Der wüsste jetzt natürlich, wie das Ganze heißt. Ich nenne es jetzt Pöbbels und Ringe. Und habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wie es heißt. Aber ich vermute, dass es so eine Art Abstandshalter sind, damit das Boot, wenn es anlegen möchte, nicht einfach so gegen den Kai vom Hafen dotzt. Weil dann würde es ja kaputt gehen. Das will man ja nicht. Weil so Boote sind ja in echt auch irre teuer, ne? Also, kaufst du dir ein Haus oder kaufst du dir ein Boot? Nur einen Schluck trinken. Das ist ja schon was man sich mal überlegen kann im Leben. Zumindest wenn man das will. Gibt ja Leute, die leben einfach gerne auf der See. Ich ruder ganz gerne. Ich freue mich dann immer. Ich freue mich dann immer, wenn man sieht, dass man sich bewegt und damit irgendwie was tut. Aber komme ich auch viel zu selten zu, weiß ich. Ja. So. Und jetzt sieht das alles in allem doch eigentlich schon aus wie ein kleines Bötchen. Kann man halt leben. Diese Pöbbels kann man nur so ein bisschen drehen. Ja, finde ich gut. Da kommen jetzt noch Sachen oben drauf. Okay. Nächste Seite. Ha. Abgas produzieren. Ja. CO2-Steuer und so. Merke nicht an den Ring. Nicht an den Ringen festhalten. Auf gar keinen Fall. Sonst passiert euch das, was mir gerade passiert ist. Gut. Also. So. Und so sieht es von oben jetzt aus. Und man sieht von unten immer noch die rosa Punkte von diesem rosa Brick. Mich stört das. Mich stört das. Und zwar so richtig. Ah, wir bauen damit also auch gleich die Reling. Das finde ich gut. Indem wir jetzt auf die Clips oben auf diesen Pöbbeldingern Bars draufdrücken. Ja, das ist gut. Das... Jetzt setzen sie hier eine von ihren Standard-Teils oben drauf mit einer Armatur dran. Die ist wieder bedruckt. Also was denn nun? Leute, entscheidet euch mal. Drucken oder Sticker? Also dieses Hin und Her. Also mich nervt es. Jetzt kommen hier diese herrlichen Rundsteine drauf, auf die sie jetzt wieder Aufkleber mit Nummern geklatscht haben. Klar, Wiedererkennungswert und so. Ein Bötchen braucht eine Nummer. Auf jeden Fall. Und dann merke ich gerade, entweder ich habe den falschen Stein. Nein, doch, hier ist der andere Aufkleber. Ich wollte gerade sagen, fehlt hier etwa ein Aufkleber?
fehlte etwa ein Sticker. Ha! Wäre ja was total Ungewöhnliches bei einem gebrauchten Set. Was auch nicht schlimm ist. Da kommt der nächste Sticker. Auf die Vorder- und auf die Rückseite. Oh Gott. Noch eine Armatur mit einem Sticker. Und ein Symbol von zwei in sich verschlängelten Ankern. Gut. Machen wir hier mal weiter. Nicht an den Pöbeln drücken. Nicht an den Pöbeln drücken. Nein, nein, nein. So, jetzt kommen wir zu einem Teil, das ich auch sehr mag. Schon allein, wenn man das super in Züge bauen kann. Züge, ich mag ja Züge. Klingt komisch, aber ich mag Züge wirklich. Und Flugzeuge. Dieses hier. Habe ich auch schon etliche Mal in Zügen gesehen. Auch in einigen Mocs. Wunderschönes Ding. Ja, ich habe natürlich aufs Glas gedatscht, deshalb sind jetzt hier meine Fingerabdrücke drauf. Aber das macht, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. So, setzen wir das Ganze mal da drauf. Und dann kommen da noch ein paar Fensterchen daneben. Auf die Fenster kommen Aufkleber, damit das so aussieht, als wäre das Glas gesprungen. Diese Aufkleber fehlen hier tatsächlich. Also in dem Set fehlt Minimum ein Sticker. Ey, dieser Pöbel, der ist schon wieder abgefallen. Es fehlen zwei Sticker, weil auf die andere Seite soll er auch. Der fehlt hier. Sticker waren hier keine dabei. Der nächste Sticker. Und zwar, jetzt kommen hier Teils an die Seite ran, auf denen Rettungsringe sind. Und wenn wir ja keine Rettungsringprints haben, lösen wir das Ganze mit noch mehr Aufklebern. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich reiß dauernd diese Dinge an der Seite ab. Gut. Gehen wir weiter. Und der nächste Print. Ein Ich würde sagen, es ist ein Shrimp ohne Beine. Ich mag ja Shrimps. Esse ich unglaublich gern. Obwohl ich sonst dem Fleisch nicht so zugetan bin. Aber ich gebe zu, diese kleinen Spinnentiere sind eine sehr große Ausnahme in meinem Leben. Die mag ich. Pöbel abgerissen. Alter. Oh Mann. So. So, man soll ja auch kennen, dass Boot ist. Funkantenne an die Seite. Schön. Laterne auch dran. Große Klasse. So. Das ist übrigens ein Faktor, den ich sehr mag. Auch wenn ich hier dauernd diese Pöbbles abreiße. Ah, jetzt habe ich nicht mal richtig dran gebaut. Oh Mann. So. Ich mag den Grad der Deko. Den mag ich sehr gerne. Mit der Laterne da dran und der auch den Pöbbles, auch wenn sie alles abgehen. Antenne mit dran. Abgas, Dingsbums. Auspuff. Ich frage mich allerdings, warum der unterm Dach endet. Also hier so genau unten drunter, das ist naja. So.
Das haben wir jetzt bei Technik Bricks, die wir aneinander pinnen, damit wir das Ganze hinterher verbinden können. Setzen wir mal da rein. Wir sind jetzt bei Tüte 3. Tüte 3 möchte, dass wir unglaublich viele Boatstuds unten drunter bauen, falls wir doch irgendwann mal planen, das Set zu bewegen. Machen wir das doch auch. So, dann brauchen wir dieses. Eine Seite überblättert. Ja, ich habe eine Seite überblättert. Guck mal. Hier kommt noch was innen rein, was ich gar nicht gesehen habe. Da soll eine Aufbau drunter, damit da oben drauf Platten halten. Da sind wir jetzt. So, es geht voran. Das hier. Der Teilwerk lichtet sich ganz, ganz enorm. Jetzt haben wir hier eine etwas dickere Aufbau gemacht. Ich nehme mal an, da soll jetzt gleich der Motor drauf gesetzt werden. Jetzt zeige ich auch mal, das ist der Popo von der Maria. Das Heck ist vorne der Bug. Ich bin mir gar nicht so sicher. Schifffahrt und ich. Ultimative Seebär. So, eine Kiste oben drauf. Kiste ist drauf, ganz vorschriftsmäßig. Jetzt bauen wir irgendwas ganz fürchterlich Buntes. Jeder Menge krassen Farben. Und das soll da jetzt drauf. Das da noch dran. Wieder von beiden. Dann machen wir das fürchterlich bunte mit beiden. Also, ich glaube, das soll so eine Art Motor sein, das hier. Und jetzt, wenn man das dreht, kommen hier krass bunte Flächen durch. Warum? Wozu? Ich weiß es nicht. Da sollen noch Double Slopes, auch in Dark Brown. Feuer draufsetzen hilft an der Stelle. Dann haben wir es. Wir kleben einen Aufkleber auf den Motor, damit der Motor aussieht wie ein Motor, weil der Brick ja nicht aussieht wie ein Motor. Okay. So. Jetzt drücken wir rote Zähne in rote Studs. Ich weiß nicht, ob das aussehen soll wie kleine Shrimps. Falls ja, muss ich ehrlich zugeben, dass es das nicht tut.
Aber ich glaube, das soll es sein. Und zwei Fische sollen da hinein. Ich mag Fische. Die sind ein bisschen überdimensioniert in meinen Augen, aber ich mag sie. Die sind toll. So, und jetzt drücken wir das Boot zusammen. So. Und dann haben wir hier unsere Maria. ML060719. Die Maria. Das ist ein nettes kleines Schiffchen, finde ich. Das ist so ein richtiger Kutter. Nicht? Grüße in den Norden an dieser Stelle. Hamburg. Kutter fahren. Fischbrötchen essen. Oben am Deich, noch ein Stückchen weiter höher, Richtung Bremerhaven. Da habe ich auch mal eine Maria gesehen. Das ist lange her. Der ist richtig lange her. War aber schön. An dieser Stelle weist uns die Anleitung auch nochmal dahin, dass wir das hier drehen können. Das ist die Spielfunktion. Man kann das drehen. Der Hammer. Ah. Jetzt soll man das Ganze... Also nur für die Optik kann man dieses Boot jetzt in zwei Stücke reißen. Klar, wir haben es ja nur mit Pins festgemacht. Und dann kann man das eine da drauf stecken und das andere da drauf stecken. Das kann man dann jetzt schon nur mit viel guten Willen hochheben. Und dann hat das Monster Schiffbruch gespielt oder so. Es wäre doch jetzt viel cooler, wenn das hier zwei Scharniere wären. Und man könnte das irgendwie auseinanderruppen. Also so auseinanderziehen. Weil so, es wackelt dann nur so ein bisschen. Das ist jetzt echt ein bisschen Balancearbeit hier, das zu halten. Aber so soll das sein, laut Anleitung. Ja, und das war's. Ich habe irgendwo eine Slope vergessen. Nicht nur eine Slope, das ist kein Ersatzteil, die habe ich irgendwo vergessen. Vor allen Dingen dann auch noch in Dark. Nee, das ist Black. Ersatzteile sind dabei. In der Regel legen wir die euch immer dazu. Sofern wir sie denn haben. Holla, die Waldfee. Entschuldigung. So. Was ich aber mega süß finde an diesem Set, ist dieser Hund. Das ist ein Geisterhund. Der ist ultra niedlich. Also jetzt mal ganz ehrlich. Erinnert mich an die guten alten Tim Burton Filme, wo auch immer ein Hund drin vorkam als Geist. Der ist unten Trans und oben ist er so ein bisschen milchig. Ich weiß gar nicht, leuchtet der im Dunkeln? Natürlich nicht, wie enttäuschend wäre jetzt irgendwie schön gewesen, aber der ist niedlich. Den Säbel, ich habe hier für unseren Kumpel, wenn er sich in Geist verwandelt, haben wir hier noch einen Säbel. In Bright Light Green. Ne, das ist ja ein Geist. Ein Säbel. Ne, da ist hier auch dran. So. Jetzt gucken wir uns doch aber mal das eigentlich Besondere an. Wir sind jetzt so oft hingewiesen worden auf die App, dass wir jetzt ganz unbedingt diese App ausprobieren sollten. Aber wirklich, wirklich, wirklich unbedingt. Und das gute Stück starten wir jetzt mal. So sieht es aus, wenn das lädt. Jetzt bin ich schon durch den Anfang durch. Wir haben mir das gestern ein bisschen angeguckt. Jetzt kann man entscheiden, ist man Geist, ist man Jäger? Geist kann man immer sein, dafür muss man kein Set haben. Wir sind jetzt mal Jäger. Du kannst Newbury retten, indem du mit deinen aufgebauten Lego-Sets spielst. Finde dein Set in der Liste. Okay, wir gehen jetzt mal auf Suchen. Und suchen uns mal den Garnelenkutter. Das ist nämlich der, den wir hier haben. Die Musik ist fürchterlich. So, und tippen mal auf Geisterjagd. Jetzt werde ich gefragt, hast du dein Set schon aufgebaut? Ja, ich bin fertig. So,
1A. Starten. Jetzt sollen wir unser Set, jetzt lädt es einen Moment, also mein Handy macht das eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich hier meine datschigen Finger davor. So, scanne das Set. Alles klar. Oh Gott. Sie wollen natürlich, dass das Schiff zusammen ist, nicht so wie in der Anleitung dargestellt. Sie möchten, dass das Schiff zusammen ist. So, und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der Umriss so ungefähr passt. So ungefähr. So, und dann geht das weiter. Herrgott. So. Oh. Jetzt kann ich natürlich das nicht mehr schwenken, weil mein Schiff legt jetzt an. Da kommt ein Hai ins Bild geschwommen vom Lego, der nicht im Set ist. Finde ich jetzt schon doof. Und Geister greifen mich an. Und ich muss den Gloom entfernen. Gloom ist das, was man früher in Zeiten, als Geisterjagen noch nicht am Handy ging, als Ektoplasma bezeichnet hat. Und dann muss man die ganze Zeit sein Handy auf das Set halten, damit man spielen kann. Das ist die einzige Funktion von diesem Set. Ich halte mein Handy darauf, damit ich spielen kann. Und das war's. Das ganz Besondere ist auch noch, wenn ihr als Geist spielt, gibt es einen Mehrspielermodus. Wenn ihr die Spiele im Mehrspielermodus abgeschlossen habt, dann bekommt ihr als Belohnung Abonnenten. In anderen Spielen bekommt man dann irgendwelche Münzen oder irgend so ein Kram. Bei Hinzeit bekommst du Abonnenten. Wie bei YouTube. Das spielst du ein paar Mal. Das ist dann ganz witzig. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo du so ein Set mal ein bisschen bewegen sollst. Aber die ganze Zeit hier am Handy und dann... Vor vielen, vielen Jahren habe ich eine Erzieherausbildung gemacht und ich habe lange Zeit als Erzieher gearbeitet. Im Kindergarten und in der Kinder- und Jugendhilfe mit zum Teil schweren, schwersterziehbaren und auch mal mit Drogenabhängigen. Exakt so lange, bis ich gelernt habe, dass ich kaputt gehe an diesem Job. Und das Problem waren nie die Kinder. Der Job ist toll. So. Es gibt nichts Geileres, als Kinder effektiv abzutöten, als sie vor ein Handy, vor ein Tablet, vor ein Fernseher oder vor ein PC zu setzen. Es gibt kaum etwas, was die Fantasie mehr tötet. Gleichzeitig schult es aber die Feinmotorik. Großartig, super. Ihr habt dann Kinder mit kaputten Daumen und Handyhaltung, ganz großartig, die ganz großartig auf dem Handy hin und her schieben können, die aber nicht anständig reden können, die nicht in der Lage dazu sind, sowas zusammenzubauen. Laut Lego muss man dafür 7 sein. Die Anleitung, 1-2 Teile pro Seite, der Brenner mit den, wow. Mit den Pöbbels? Das ist eine schwere Seite. Das kann auch ein 5-Jähriger. Das kann ein 5-Jähriger, der ein bisschen Verstand hat. Problemlos. Aber das geht nicht, wenn die den ganzen Tag an diesen Scheißkisten hängen. Deshalb spart euch die App. Die läuft in 1-2 Jahren sowieso nicht mehr. Lego hat Hidden Sight komplett rausgenommen aus dem Programm. Deshalb waren die auch heftig rabattiert vor einer ganzen Weile. Bei den ganzen großen Märkten, Karstadt und allen krummen Kram, haben die rausgeschmissen für 50-60% im Preis reduziert, nur um so loszuwerden. Ladenhüte. Haben die nichts dran verdient. Gar nichts, weil Lego das Ganze aus dem Programm geschmissen hat. Und irgendwann wird Lego aufhören, die Server und die Wartung und die Update-Intervalle für diese App zu bezahlen. Es werden immer weniger Spieler werden und das, was ihr hier mit diesen Sets und diesen Kosten bezahlt, wird nicht mehr funktionieren. Effektiv habt ihr hier 300 Teile, ihr habt 4 Minifiguren, ein geiles Krokodil, einen putzigen Hund, ein Bötchen und ein paar Teile dabei. Das ist das, was ihr dann am Ende für euer Geld bekommt. Aber die Sets und mein kleiner Feliner Mitarbeiter meint das im Übrigen auch, sind das in der Form nicht wert. Zumindest nicht so viel, wie es mal im Laden gekostet hat. Ich glaube, das Set hier hat etwas mehr als 30 Euro gekostet. 30 Euro.
Ohne App. Nee. Aber das Set ist toll. Wenn ihr die noch irgendwo seht, rabattiert, kauft die. Die Figuren sind super. Die Steine sind klasse. Hier ist ganz, ganz wenig Mist verbaut. Wie gesagt, dieser eine rosane Stein, dieser fürchterlich bunte Motor, wozu auch immer. Aber hier sind tolle Farben dabei. Großartige Pflanzen. Dark Green, wir haben Tan, wir haben Braun, wir haben Dunkelbraun. Großartige Teile. Mit dem Boot kannst du was anfangen. Den Shrimp-Coder kannst du fast so, wie er ist, mit in jede Stadt stellen. Der ist toll. Großartig. Bei mir könnt ihr das Set auch kaufen. Ich pack's in den Shop. Mit dem Vermerk, dass hier zwei Aufkleber fehlen. Das haben wir ja gerade beim Aufbauen entdeckt. Ich danke euch dafür, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und mir beim Aufbauen zugeguckt habt. Das war ein neues Video von uns von Pandoras Box. Und ich sage euch, baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt. Und lasst euch nicht sagen, wie ihr mit den Sets umzugehen habt. Nehmt es auseinander, baut was Schönes daraus, macht was Tolles für euch, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.